Es ist eine Frechheit, dieses Team mit uns in ein Match zu stecken. Sie mögen zwar vielleicht ein gutes Tag-Team sein, aber ich krieg das Nummer 1 Tag-Team der GWP. Haben Sie wie immer keine Chance. Genau so schaut's aus. Ich würde euch bitten, etwas leiser zu sein. Ich möchte meine Stimme schonen. Also haltet eure Fresse. Danke. Wir, Team Turbulent, wir sind das Nummer 1 Tag-Team. Die gut geölte Maschine. Wir sind die österreichischen Werte. Und wir werden heute unsere Tag-Team-Champions verteidigen. We are Team Turbulent! Get ready for trouble! Harte Worte vom Team Turbulence, aber ich glaube, die Fans sind da anderer Meinung. Get ready for trouble. Sie haben es angesagt, aber jetzt wird der Trecker angeworfen, Ben. Die Stimmung ist eh schon hier am Beben, muss ich sagen, im Markgrafensaal. Also die Fans sind heute extrem motiviert, aber jetzt wird hier das Dach wegfliegen. Und dort stehen sie, die Gegner, die Herausforderer auf die Tag-Team-Title, der Lauf, Robin Neger und Farmer Joe. Und Kühe, Schweine, Farmer Joe, Team Bachenmann. Und der Farmer kommt mit seiner Schwabacher Stadtmeisterschaft zum Ring. Und die Leute jubeln zu. Die Leute wollen natürlich auch einen Apfel haben, das darf man nicht vergessen. Und mit schicken Strohhüten bekleidet kommen die Publikumslieblinge hier zum Ring. Und das ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Der Farmer immer mit einem Apfel in der Hand. Ich hoffe nur mal, dass er nicht mal den Pokal aus Versehen ins Publikum wirft. Ja, hoffentlich hört er sich da nicht mal. Oh, da wurde gerade in der zweiten Reihe wurde da erfolgreich ein Apfel gefangen. Und in der dritten. Ja, die Apfelernte ist gut gelaufen dieses Jahr, Ben. Aber auch die Laugernte. Tornado und Torpedo, beide aus Österreich, beide Urgesteine der GWP. Wenn mich nicht alles täuscht, stehen sie 11-0. Eine unglaubliche Streak. Es geht ja langsam hier in Undertaker-Richtungen, Ben. Absolut, sie sind nicht umsonst Champion. Natürlich haben sie sich den Titel mehr oder weniger ergaunert, aber so weit musst du auch erstmal kommen, ob mit Fernmitteln oder mit nicht ganz so Fernmitteln. Und sie schaffen es einfach immer wieder. Aber du darfst nicht vergessen, der Farmer seit 21 Jahren mittlerweile bei der GWP. Bei der GWP auch seit Anfang an. Aus Nürnberg, Christoph Strauss. Ganz so lange ist die GWP noch nicht, aber auch das schafft er. Was mich zu dem Punkt bringt, Ben, auch wir feiern nächstes Jahr, und das sieht hier ein bisschen wie auf der GWP. Oh mein Gott, schon so lange. Siehst du, so lange ertrage ich das schon. Eine Dekade. Weißt du, wenn Mama, denke ich mir, ob ich jetzt hier in den Ring schaue, lauf oder neben mich, ist eigentlich wurscht. Stimmt. Wer ist der Farmer von uns beiden und wer ist der Lauf? Naja, neben dir hast du die Plauze aus der Oberpfalz. Also insofern ist das, glaube ich, einfach. Dann muss ich der Lauf sein. Aber nachdem du gesagt hast, die Apfelernte ist gut gelaufen, auch die Laufernte, und ich habe gehört, sie werden nicht nur Team Wochenmarkt sein, sondern morgen in Eckersmühlen werden sie auch Team Kerbermarkt sein. Oh. Ja, das wird morgen ein cooler Event, ja. Kerber Wrestling, da freue ich mich schon. Also werden wir beide auch wieder am Start sein. Auf jeden Fall, es expandiert quasi. Oh, und hier der Farmer. Oh, das mag er gar nicht. Seine Äpfel
verunglimpft werden. Das macht er selber dann. Das ist ein Weapon-Shot, ein Fruit-Shot. Ja. Aber siehst du, ein bisschen was Gesundes. Oh. Ich finde das schön, dass der Farmer sich auch um die Supplements der österreichischen Freunde hier kümmert, dass die auch nicht zu wenig Vitamine kriegen. Allerdings glaube ich, da war ein Wurm im Apfel, weil der hat ihm wohl nicht geschmeckt. Er hat nicht gemundet, jetzt der Farmer. Oh, schöner Bodyslam hier mit Robin Krieger. Schöne Double Team Action hier von den beiden vom Wochenmarkt. Und oh, Leckdrop, schön. Man muss ja sagen, das ist ein Wochenmarkt, der vor allem Samstag stattfindet. Und morgen mal sonntags zur Abwechslung. Stimmt. Und bisher noch nur in Schwabach. Bisher nur in Schwabach. Macht wieder mit dem Rotten Griffin. Ja, es geht in die Seile. Schöner doppelter Elbow. Machen sie gut zum Anfang. Ich bin begeistert. Und das Publikum steht wie eine Wand hinter dem Farmer. Oh, in die Magengrube hier getreten. Die Farmerbomb? Ja, die Farmerbomb. Aber da ist keiner mehr. Niemand zu Hause hier in der Ringecke.